Nach einem Halt in Hamburg führte uns der Zug nach Neuengamme. Die Zugtüren werden brutal geöffnet. Ein großer SS-Mann springt brüllend in unseren Waggon und schlägt mit schweren Peitschenhieben auf uns los, um uns zum Aussteigen zu veranlassen. Wir stellen uns in Fünferreihen auf und begeben uns im Laufschritt zum Eingang des Lagers, von brüllenden und schlagenden SS-Leuten begleitet, die große Hunde an der Leine halten. Wir bleiben mehrere Stunden in der prallen Sonne auf dem Appellplatz, wo wir von Neuem gezählt und wieder gezählt werden. Die Unternehmung der Unmenschlichmachung begann. Wir trugen noch die Kleider in sehr zweifelhaftem Zustand, in denen man uns verhaftet hatte. Nackt, bald in der Hocke, bald auf dem Rücken, die Beine in der Luft, in Stellungen, die so erniedrigend wie möglich waren, scherte man uns den Kopf, Gesicht und Körper vollständig. In Lumpen, die Füße mit Klappern, die die Füße nicht hielten. Wenn wir einen in der Reihe verloren, und das passierte ständig, strafte ein Schlag den Anstifter der Unordnung. Wir sahen aus wie die schlimmsten Bettler, und der, der inmitten von Bettlern lebt, nimmt dessen Aussehen an. Seine Seele, er gibt sich auf und wird zum Strandgut in einer neuen Welt, ohne Würde, ohne Hoffnung, und endet mit ehrlosem Tod. Vier Wochen später kam ich zum Leichenkommando. Statt 150 Gramm Brot gab es 250 Gramm. Um 19.30 Uhr bekamen wir eine Extramontur Handschuhe. 8 Mann zogen wir einen LKW-Anhänger ins Revier, in die Totenhalle. 8 Mann Bewachung, 2 im Totenraum. Dort waren die Toten 5 Mann hoch aufgestapelt. 60 bis 80 Tote, zweimal wöchentlich. 2 Mann packten die aufgestapelten Leichen und warfen sie auf den Betonboden. 2 andere schleppten sie an einer Hand und an einem Arm zum Anhänger raus. Die dritten 2 Mann mit Hauruck auf den Anhänger. Ich sprang hinterher und stapelte sie hoch. Dann fuhren wir sie unter starker SS-Bewachung zum Krematorium, 300 bis 400 Meter weiter. Dort wurden sie vom Wagen geworfen, neben den Krematoriumsofen, und zurück ging's, um den nächsten Transport zu holen. Die Arbeit war um 5.30 Uhr oder 5.45 Uhr beendet.